Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Herr Kollege Möbius, das bringen auch nur Sie zustande. In Berlin 12 Jahre in der Bundesregierung zu sein und uns hier zu erzählen, was man bundespolitisch an rechtlichen Veränderungen herbeiführen sollte. Die Share-Deals, da stimmen wir ja durchaus, das ist der einzige Punkt, den ich in dem FDP-Antrag richtig und sinnvoll finde. Leider haben Sie es noch nicht mal im Beschlusstext dann aufgeführt. Sonst hätte man sich ja überlegen können, ob man von den 4 oder 5 Forderungen wenigstens einem zustimmt. Das ist richtig. Da muss es eine Änderung geben. Mein Stand ist, ich vermute, dass der Finanzminister, der sprechen wird, uns das gleich auch erklären wird, dass es eine Länderarbeitsgruppe gibt unter Federführung von Hessen und Nordrhein-Westfalen, um genau an dieser Stelle zu rechtlichen Veränderungen zu kommen und sie dem Bundesgesetzgeber vorzuschlagen. Das ist richtig. Aber sich hier vorne hinzustellen als CDU, die nun wirklich über eine Dekade im Bund regiert, hier müsste man mal gesetzliche Änderungen herbeiführen, das ist schon ein bemerkenswertes Stück aus dem Tollhaus, um den Leuten zu signalisieren, wir haben eigentlich nichts zu sagen, aber eigentlich und wie auch immer. Also, lieber Kollege Möbius, das war jetzt wirklich voll daneben gegriffen. So, zur grundsätzlichen Situation. Und das hat der Kollege Weske ja eben auch gesagt. Bei dem jetzigen Zinsniveau noch nie war der Erwerb von Eigentum so günstig wie heutzutage. Und viele Menschen machen das ja auch. Viele Menschen machen das ja auch. Ich habe Ihnen das mitgebracht, und das ist jetzt nicht von der Hans-Böckler-Stiftung oder von der Heinrich-Böll-Stiftung, sondern vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Die Erwerbsquote für Wohneigentum in den letzten Jahren, ich zeige das mal mit der hoffentlichen Erlaubnis des Präsidenten, wenn man sich die Kurve hier in den letzten Jahren anguckt, ist sie eher leicht ansteigend, sie ist auf jeden Fall nicht abfallend. Und Kollege Ellerbrock nickt sogar, dann wissen Sie es ja auch. Ja? Also zu behaupten, dass wir hier ein Problem beim Erwerb von Wohneigentum so massiv haben, dass wir jetzt die Grunderwerbsteuer senken müssten, das stellen wir eindeutig in Frage. Und Sie beantworten ja auch nicht von Seiten der FDP, die Grunderwerbsteuer ist eine der wenigen Steuern, die Länder überhaupt erheben können, wie es kompensiert werden soll. Da ist der Verweis dann auf den Bund. Wir haben diese beiden Erhöhungsschritte ja nicht gemacht, um Leute zu drangsalieren, sondern wir haben 2010 die Landesregierung übernommen mit der höchsten Neuverschuldung, die das Land Nordrhein-Westfalen je hatte. Wir waren bei fast 7 Milliarden € jährlich zusätzlicher Neuverschuldung, die wir in den letzten Jahren heruntergeführt haben. Und da die Grunderwerbsteuer eine der wenigen Möglichkeiten ist, überhaupt den Landeshaushalt ein wenig anzureichern. Deswegen haben wir diese beiden Erhöhungsschritte gemacht. Und das ist auch Teil der Wahrheit, und das sollten Sie entsprechend dann auch erwähnen. Wenn ich mir die Anzahl der Baugenehmigungen beispielsweise angucke für Wohneigentum, gibt es in den letzten 15 Jahren in Nordrhein-Westfalen keinen signifikanten Unterschied. Es liegt immer bei knapp 20.000 gebauten neuen Eigentumshäusern in Nordrhein-Westfalen. Mal sind es 17.000, mal sind es 19.000. Es ist immer knapp unter 20.000. Also zu sagen, dass die Erhöhung der Grunderwerbsteuer dazu geführt hat, dass Menschen nicht mehr Eigentumshäuser bauen, das ist einfach faktisch falsch, lieber Kollege. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schemmer zulassen? Ja, lasse ich zu. Bitte schön, Herr Kollege Schemmer. Herr Glocke, Sie erzählen uns gerade, wie viel Eigentum erworben wird. Das gebaut wird auch. Gebaut und erworben wird. Das mag für einen besser verdienenden Teil in Nordrhein-Westfalen durchaus auch gelten. Bei den Normalverdienern in Nordrhein-Westfalen, die eigentlich auf öffentliche Förderung angewiesen sind, sowohl im Eigentumsbereich wie auch im Mietwohnungsbereich, haben sie die Eigentumsförderung sowohl gegenüber rot-grünen Zahlen 2004 als auch unter schwarz-gelben Zahlen 2009 um 97% gestrichen. Nicht auf 97, sondern um. Das heißt, wir haben gerade noch 2,5% der Eigentumsförderung, die wir vor 7, aber auch vor 12 Jahren hatten. Jetzt die Frage. Also nochmals, was wollen Sie tun, damit der Normalverdiener auch in der Lage ist, unter den von Ihnen ja verteuerten Rahmenbedingungen Grunderwerb für sich selber, Eigentum für sich selber zu schaffen? Vielen Dank, Herr Kollege Schemmer. Lieber Kollege Schemmer, die Debatte haben wir ja schon im Ausschuss geführt.
Die Eigenheimzulage hat die Bundesregierung 2006 unter CDU-Führung abgeschafft. Das waren nicht die Grünen oder das war auch keine rot-grüne Regierung. Wir haben gar nicht über die Eigenheimzulage gesprochen. Die Überlegungen, die es auf Bundesebene gerade gibt, ob man zum Beispiel so etwas wie ein Kinderdarlehen macht oder Tilgungsnachlässe für kinderreiche Familien, die wird ja gerade von der Bundesbauministerin Henriks erarbeitet. Da können wir ja auch als Bundesland gucken, ob es von Seiten der Bundesregierung hier entsprechende Vorschläge gibt. Das ist auch keine Aufgabe des Landes, das entsprechend einzuführen, sondern es ist Aufgabe des Bundes. Aber um das noch einmal zu betonen, die Eigenheimzulage ist in Ihrer Regierungszeit abgeschafft worden. Wir finden das grundsätzlich inhaltlich richtig, aber das haben Sie als CDU zu verantworten. Jetzt stellen Sie mir die Frage, dass wir die Rahmenbedingungen verteuert haben. Das ist doch grundfalsch. Es ist grundfalsch, was Sie sagen. Wir reden über die Grunderwerbsteuer. Und da habe ich Ihnen eben begründet, warum wir die Grunderwerbsteuer heraufgesetzt haben, um Möglichkeiten für Einnahmensteigerungen des Landes zu gewährleisten. Und das ist in den letzten Jahren erfolgt. Aber es hat eben nicht dazu geführt. Herr Schemmer, was Sie eigentlich im Kopf haben, und das ist der grundsätzliche Unterschied zwischen der Regierungskoalition und der Opposition, jedenfalls der CDU. Sie wollen wieder im ländlichen Raum auf der Wiese Bauflächen ausweisen, damit dort Eigenheime entstehen und die Leute entsprechend dort bauen. Und das ist die Leute hinter die Fichte zu führen, weil diese Eigenheime, die dort gebaut werden, haben doch in 20, 30 Jahren überhaupt keinen Wert. Unterhalten Sie sich doch mal mit Leuten aus der Immobilienwirtschaft. Wir haben einen großen Drang in die Metropolen und in die Städte. Und das wird sich in den nächsten 30, 40 Jahren nicht ändern. Und wenn wir heute wieder im ländlichen Raum, im Münsterland oder in Ostwestfalen, den Leuten raten, sie sollen auf der grünen Wiese ein Eigenheim bauen, dann ist das doch überhaupt nicht das, wo Sie immer vorgeben, dass Sie dafür kämpfen, dass eben Betongold angelegt wird, dass die Leute eine vernünftige Altersvorsorge haben. Diese Eigenheime im ländlichen Raum haben doch überhaupt keinen Wert. Nicht mal heutzutage haben doch die Leute die Chance, in Ostwestfalen oder im Münsterland vernünftig noch ein Haus im vernünftigen Wert zu verkaufen. Und in 30, 40 Jahren wird es noch schlimmer sein. Also sagen Sie den Leuten doch die Wahrheit. Das ist keine Geldanlage und es ist auch keine Altersvorsorge, die hier entsprechend angespart wird. So. Jetzt sehe ich gerade, Rede ist jetzt auch um. Und ja. Es liegt aber auch eine Kurzintervention vor. Das heißt, Sie können auch gleich weitersprechen. Na dann, warte ich die ab. Gut, es liegt eine Kurzintervention vor von Herrn Witzel. Der müsste sich mal eben eindrücken. Bitte schön. Dass ich zu der Ehre komme. Das ist schön. Herr Witzel, bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Kollege Klocke. Das liegt natürlich an Ihren Ausführungen, weil die an unterschiedlichen Stellen wenig sachkundig waren. Ach so, deshalb da sind Sie ja der Spezialist für Sachkunde. Das habe ich ja in 7 Jahren erlebt, dass Sie da... Und weil... Weil Sachkunde immer ganz oben stehen. Und weil genau das so ist, weise ich Sie darauf hin, dass Ihre Ausführungen völlig unzutreffend sind zu den finanzpolitischen Zielen. Sie haben bei der letzten Stufe der Grunderwerbsteuererhöhung von 5% auf 6,5% kommuniziert, Sie brauchen 400 Millionen für den Landeshaushalt. Diese 400 Millionen Euro Mehreinnahme im Vergleich zur Situation der früheren Einnahme erzielen Sie heute, wenn Sie im Jahr 2017 auf die letzten 1,5% verzichten. Das heißt, Sie könnten die Hälfte Ihrer beinahe Verdopplung sofort rückgängig machen und würden die von Ihnen artikulierten finanzpolitischen Ziele sofort durch die laufenden Steuereinnahmen bereits erreichen. Sei denn, Sie wollen uns hier erzählen, dass Steuererhöhungen an sich für die Grünen ein Selbstzweck und damit ein Wert schon an sich sind. Ja. Und was die Frage angeht der Zinsen, das sind ökonomisch zwei Seiten einer Medaille. Genauso wie Sie weniger zahlen müssen für die Kreditaufnahme, brauchen Sie natürlich auch länger, wenn Sie ansparen, wenn es keine Habenzinsen mehr gibt. Insofern ändert sich unter dem Strich da gar nichts, es sei denn, Sie denken an reiche Erbschaften, die direkt verwendet werden für den Immobilienerwerb. Ansonsten gehört die Proportionalität der Entwicklung von Haben- und Sollzinsen immer entsprechend zusammen. Vielen Dank, Herr Witzel. Bitte schön, Herr Klocke. Sehr geehrter Herr Witzel, für Grüne sind Steuereinnahmen nie Selbstzweck, auch wenn das Ihr Spitzenkandidat gerne in seinen wolkigen Wahlkampfreden gerne behauptet. Ich würde gerne zusammenfassend zu Ihrem Antrag sagen, wir werden den ja ablehnen. Es gibt zwei Punkte in dem Antrag, die es wert wären oder wert sind, weiter zu diskutieren. Das ist der eine Punkt der Share Deals, das habe ich schon erwähnt. Und der zweite Punkt ist die Frage der Erwerbsnebenkosten. Da hat Herr Ellerbock in seiner Rede eben so einen Schlenker drin, den ich auch wert finde, weiterzuführen. Notarkosten und andere Nebenkosten
Wer heute Eigentum erwerben will, Wohneigentum erwerben will, ist mit einer Vielzahl von Nebenkosten konfrontiert. Und darüber wäre es wert, grundsätzlich mal zu reden und zu gucken, wie man die reduzieren kann. Dann wird es wahrscheinlich noch mehr Leute geben, die in Wohneigentum investieren. Der Antrag, den Sie stellen, springt zu kurz. Und am Ende würde ich Ihnen gerne noch sagen, er springt noch nicht mal. Ja. Er ist vor allen Dingen, er soll uns als Land oder als Landesgesetzgeber etwas auftragen. Er wäre aber sinniger an den Bund gerichtet, weil wenn Sie das, was Sie fordern, durchsetzen wollen, dann müssten Sie sich an den Bundesgesetzgeber richten, weil die Einführung von Freibeträgen, dazu müsste man eine Änderung des Paragraphen Artikel 105 hinbekommen. Also der Landesgesetzgeber kann das, was Sie in Ihrem Antrag fordern, gar nicht eigenständig durchsetzen, sondern Sie könnten uns höchstens beauftragen, eine Bundesratsinitiative zu machen. Also so viel sozusagen an Sachkunde. Ja, wer ist eigentlich der Adressat von solchen Anträgen? Ist es das Land oder das Bund? Der Bund, das wäre schon sinnvoll gewesen, wenn Sie es im Antrag auch berücksichtigt hätten. Danke Vielen für die Dank, Aufmerksamkeit. Herr Kollege.